Und noch ein Wein. Und eine Kartoffel. Und ein Brot. Und verkohltes Skeverfell. Nehmen wir auch mal mit. Nehmen Korb. Den Korb können wir liegen lassen. Wir brauchen noch keinen Korb. Gut, das scheint es aber auch gewesen zu sein. Was war das? Holzteller. Ach, guck mal, da ist eine Kiste. Ach, und hier sind noch Beutel, die hätte ich fast übersehen. Die hätte ich fast übersehen. Aber eben auch nur fast. Oh, da haben wir noch eine Eisenerzader. Bauen wir mal ab. Ich trinke wieder schnell was. Das ist wunderbar. Hm. Da haben wir wieder ein Eisenerz. Und noch ein Eisenerz. Und die Kiste hier nehmen wir selbstverständlich auch mit. Aber erst den Geldbeutel. Mit 19. Oh, wir können mit dem Fertigkeitenmenü eine Stufe aufsteigen, habe ich gerade gesehen. Hm. Ah, da haben wir es schon offen. 50 Gold. Wunderbar. Neue Stufe. Da-da-da-dam. Stufenaufstieg. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Okay. Neue Stufe zu erhöhendes Attribut wählen. Magika, Gesundheit, Ausdauer. Gesundheit, Ausdauer, Gesundheit, Ausdauer. Ich würde einfach mal die Gesundheit nehmen, weil wir Leben brauchen werden. Gesundheit. Ja, 110. Wunderbar. Gut, dann schauen wir doch mal, was es hier alles für Talente gibt. Oh mein Gott. Es gibt scheiß viel. Taschendiebstahl. Schlossknacken. Hm. Alchemie. Illusion. Beschwörung. Zerstörung. Gut, sowas würde ich eigentlich gerne mal haben, damit wir wenigstens schon mal einen Zauber haben, einen Zerstörungszauber. Die Schule der Zerstörung umfasst die Kontrolle von Feuer, Frost und Blitzen. Diese Fertigkeit erleichtert das Wirken von Zaubern wie Feuerball, Eisstachel und Blitz. Mhm. Gut, dann nehmen wir das einfach mal. Das werden wir verbessern. Wirke Zerstörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magika. Zack. Ich würde das jetzt gerne verbessern. Wie verbessere ich das denn? Ich möchte das hier verbessern. Dududum. Dududum, dum, dum. Ah. Ah, halt, halt! Ach, ich muss vielleicht mal hier auf. Beschwörung. Ach so, ne, das ist Beschwörung, das ist Zerstörung. Gut. Ah, möchtest du diese? Ja, möchte ich. Zack. Das haben wir dann mal. Wunderbar. Gut, und damit geht's auch schon weiter im Text. Wir gehen hier wieder hoch. Und schauen uns weiter diese Mine hier an. Ob wir noch irgendwo etwas finden. Und hier ist noch ein kleiner Seitenraum, den ich gerade gar nicht gesehen habe. Mit lauter tollen Sachen. Die unteren Säcke können wir auch noch durchsuchen und den auch. Kohl, Tomate, Salz, Apfel. Na, was war das? Ach, der Fackelhalter. Der Fackelhalter. Das Fass ist leer. Da haben wir noch einen großen Sack. Und Salz. Und Apfel. Ganz viele tolle Sachen. Kohl.
Jetzt können wir uns bald einen Gemüseeintopf machen. Oh, ein Geldbeutel. Und Gold, 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 Gold und Gold. Und Rubine, die ziemlich viel wert sind. Cool. Salz. Und eine Truhe mit einer Fackel. Gold. Zaubertrank der geringen Ausdauer. Zack, zack, zack. Gut, das Schwert lassen wir mal drin. Wir haben ja eins. Moment. Stahlschwert. Schaden 9. Das haben wir. Dieses Schwert tragen wir bereits. Dann gehen wir da nochmal hoch. Und gehen in diese Richtung. Ich glaube, von da kommen wir nicht. Nein. Nein. Ah. Ah. Oje, wo kommen wir denn hier raus? Ziel Himmelsrand. Ach, da geht's wieder raus. Okay. Dadadam. Trägst du eine verzauberte Waffe, wird deren aktuelle Verzauberungsstufe direkt über dem Ausdauer- oder Magikabalken wahrscheinlich angezeigt. So, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir nur? Man weiß es nicht, wo wir hier rausgekommen sind. Wir waren mitten in einem Wald, wussten nicht wohin. Ich höre doch hier irgendwas. Ach, guckt mal da. Ist das vielleicht unser Zielort? Hö? 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 Lalalala, wo gibt's denn? Ah, guck mal, Distel. Distel, Distel, Distel. Distel ist schön. Da haben wir noch mehr. Zack. Gut, aber ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt mal auf. Was ist das? Das leuchtet irgendwie. Und da ist... Oh, ein Hirsch. Lecker Hirsch. Den ballern wir weg. Bam. Stirb, du Hirsch. Sau. Ding. 9. Verdammt. Okay, wir gehen hinterher. Aber holen uns vorher dieses leuchtendste Gewächs hier. Nierenwurz. Oh, Nierenwurz. Das kommt mir doch bekannt vor. Aus dem Vorgänger. Ist der Hirsch jetzt noch da oder ist der abgehauen? Sieht aus, als ob der abgehauen ist. Mist. Wir haben ihn verloren. So, dann ernten wir eben hier mal das Zeug ab. Bergblume. Na gut, dann lassen wir eben mal den Hirsch Hirsch sein. Nehmen unser Schwert wieder in die Hand. Und begeben uns mal zu unserer Zielmarkierung. Und zwar nach... Flusswald. Genau das wollte ich gerade sagen. Bergblume. Hey, Bergblume. Ich glaube, das ist unser Ziel. Da werden wir uns jetzt auch gleich mal hinbegeben. Hui. Wasser, Wasser, Wasser. Hier haben wir noch ein paar Bergblumen. Ui. Viele, viele Bergblumen. Was ist, gute Frau? Hm? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Ach, da. Nee. Arnulf, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Runter? Ich verstehe nicht. Wovon redet ihr alle? Guck mal, da läuft einer. Flusswald entdeckt. Wir speichern mal. Überschreiben die Glutsplittermine, die wir komplett durchsucht haben. Haben viele, viele tolle Sachen gefunden. Und jetzt schauen wir doch mal, was uns in Flusswald erwartet. Hier rum. Hier haben wir Holz. Gut, hier scheint ein Holzfäller zu arbeiten. Und wir folgen einfach mal unserer Zielmarkierung. Ah, da ist Ralof. Hört auf eure Mutter, Junge. Hi, schau mal, Hot. Ein neues Gesicht. Ja. Und ein hässliches noch dazu. Wow. Nichts für ungut.
Ganz richtig. Der ist böse zu mir. Hallo, Frottner. Also, Arlof, was ist los? Geschwinert, dass ein Dieb in seinen Laden eingebrochen ist. Was? Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Hi, Leute. Wo soll ich anfangen? Arlof. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Aha. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Gut, dann fragen wir ihn doch einfach mal. War dieser Drache auf eurer Seite? Was? Wohl kaum. Selbst Ulfric könnte sich keinen Drachen aus dem Ärmel zaubern. Hat gerade rechtzeitig angegriffen, was? Ich kann gut darauf verzichten, dass der kaiserliche Henker mir eine Rasur verpasst. Ich auch. Warum solltet ihr eigentlich hingerichtet werden? Das wisst ihr wirklich nicht. Das war Ulfric Sturmmantel höchstpersönlich. Oh ja, Ulfric Sturmmantel. Ich achte nicht so auf aktuelle Ereignisse. Ach richtig. Es hieß, man habe euch beim Überqueren der Grenze gefangen genommen. Dennoch überrascht es mich, dass ihr noch nicht von Ulfric gehört habt. Ja. Er ist unser Anführer. Der Anführer der Sturmmäntel. Wer sind die Sturmmäntel? Selbst da unten in Sirodi-Il müsstet ihr doch von dem Krieg in Himmelsrand gehört haben. Wir Nord haben es satt, unser Blut zu vergießen, um die Schlachten des Kaiserreichs zu schlagen und die Dekadenz des Kaiserreichs mit unseren Steuern zu finanzieren. Ulfric ist unser rechtmäßiger Großkönig. Er führt den Kampf an, um das Kaiserreich ein für allemal aus Himmelsrand zu vertreiben. Verstehe. Wie seid ihr zu kaiserlichen Gefangenen geworden? Ich war Ulfrics Leibwache zugeteilt. Wir waren unterwegs nach Dunkelwasserkreuzung, im Süden von Ostmarsch. Die Kaiserlichen haben uns schon erwartet. Ein schön eingefädelter Hinterhalt. Na, wir waren mindestens 5-1 in der Unterzahl. Ulfric befahl uns, den Kampf einzustellen. Wollte wohl nicht, dass wir alle umsonst sterben. Ich dachte, sie würden uns südwärts bringen, nach Syrodiil. Uns vor dem Kaiser zur Schau stellen. Aber dann haben wir in Helgen Halt gemacht und den Rest kennt ihr ja. Ja, das kenne ich leider. Gut. Warum solltet ihr hingerichtet werden? Das wisst ihr wirklich nicht. Das war Ulfric Sturmmantel höchstpersönlich. Ach so, ja. Ja, okay. Okay, gut. Wir sollten besser in Bewegung bleiben. Okay, wer bist du denn, Hort? Ach, mit dir habe ich schon geredet. Du bist hier der... Ja. Eine Anklage gut. Wegen Hi, Gerdur. Neu in Flusswald? Ja. Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Okay. Kann ich hier irgendwo frische Vorräte kaufen? Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen. Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Oh, ein Schmied also. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Natürlich. Oh. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Cool. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Alles klar. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Ah, Geschenk nehmen. Ach, das können wir... Nehmen hier, oder was? Moment. Essen? Huch. Halt. Ach, egal. Ein Drache hat Helgen angegriffen und zerstört. Ralof und ich sind zusammen entkommen. Ein Drache? In Helgen? Das kann nicht sein. Doch, wenn ich's dir doch sage. Obwohl, das würde erklären, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Das muss er gewesen sein. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein. Es war ein Drache. Ralof wird es euch bestätigen. Ich weiß nicht wieso. Aber ich glaube euch sogar. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Oh ja. Es wird immer schlimmer. Erst der Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Was ist hier nur los? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos.